Schön, dass ihr wieder den Weg zu mir gefunden habt, zu dieser neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Und hier nach dem AMX 1500, jetzt der AMX 1520, also der Nachfolger Tier 9 ist es in dem Fall. Und ja, auch hier natürlich wieder ein Autoloader. 4 Schuss im Magazin, mit 34 Sekunden Reloadzeit, wie ihr seht. Also von dem her sind wir mal sehr gespannt, was da der Nito, und muss ich den Namen ja noch nennen, der Nidromo da macht. Nidromo selber, sieht man von der Wertung her, ist jetzt nicht der allerbeste Spieler, deswegen auch mal hier schön, dass wir wohl hier ein gutes Replay haben von jetzt eben nicht den Super Hexer Unicum Guy, sondern auch mal in Anführungszeichen von der Norm vom Normalen in der Tendenz hingehend zur Tomate, muss man ja schon fast sagen. Also von dem her finde ich das ganz toll. Zeigt auch, dass hier auf dem Kanal doch die ein oder andere Abwechslung herrscht und eben nicht nur die Super Roxor immer gezeigt werden. Minimap machen wir mal größer, dass wir da auch was sehen, was da so passiert. Und er fährt jetzt hier schon direkt vor. Man muss natürlich sagen, vom Matchmaking her lief es ganz gut. Also er ist hier Top-Tier mit Tier 9 und hier in den 8er, 7er Gefecht ist natürlich schon schön. Aber scheint ihn sehr offensiv zu fahren, also hier so gleich. Oh, da ist schon der ST. Und noch der ES8. Also er hat hier gleich die 9er als Gegner bei sich. So, der ST1 kommt jetzt vielleicht rum. Wäre natürlich prickelnd, wenn er gleich da hier einen wegsnacken könnte. Vielleicht warten, bis einer der beiden geschossen hat und dann Auto. Oh, da hat er mit Auto-Aim nochmal. Und nochmal weg ist er wohl, ja. Da ist er weg, der ES8. Das ist natürlich so, gegen Autoloader hat man einfach bei so einem Shootout wenig Möglichkeiten. Schon wieder Auto-Aim und zack, direkt wieder durch. Was hat denn der für einen Durchschlag? 257, ja, da kann man natürlich viel mit Auto-Aim arbeiten. Er ist ein schöner Durchschlagswert. Jetzt ist er im Reload, das wäre jetzt die Zeit, wo jetzt der ST oder beziehungsweise irgendjemand anders Druck machen kann. Aber sie haben ja hier auch noch in der Hinterhand den T29 und den IS-3. Der T34 hat wiederum hinten gerade den Löwen weggemacht. Der Balu, der alte Bär. Arti selber müssen sie nicht fürchten, da gibt es keine. So, T29 war da ein bisschen zu weit oben, hat dementsprechend gleich da den Hit bekommen. Der wird sich jetzt auch nochmal überlegen, ob er da nochmal so fährt. So, jetzt werden sie vielleicht hier ein bisschen mutiger. Weil wenn sie den ST weg hätten. Oh, jetzt kommt der T34 hinten rum. Jetzt muss er aufpassen. Jetzt werden sie sonst hinterfahren. Aber zack, erster Schuss. Jetzt kommt der ST. Den aimt er jetzt um. Kette ist weg. Hat er gleich sofort repariert. Auto-Aim, zack, erster und nochmal, beide haben den ST durchschlagen. Hat jetzt drüber geschossen. Sehr schön. Ist natürlich mit dem Reload, aber die ersten 3000 Schaden sind schon gemacht. Der T29 versucht, den ST jetzt rauszunehmen. Gelingt es ihm? Nein, er prallt ab und kriegt selber wiederum den Hit. Vielleicht der IS-3 versucht es auch nochmal. Auch der schafft ihn nicht zu töten. Beziehungsweise zu zerstören. So, jetzt hat er nachgeladen gleich. ST ist abgeprallt, hat geschossen. Jetzt ist erster daneben. Zweiter trifft. Zweiter macht ihn weg. Er spielt hier nur Auto-Aim. Ganz wenige Momente, wo er mal ohne Auto-Aim spielt. Aber absolut hier auch. Noch einer, komm einer. Ah, Low Roll 410. Da hätte er den gleichen Hit gebraucht wie davor. Aber der IS-3 hat es gemacht. Noch 20 Sekunden jetzt im Reload. Steht 7 zu 6, also ist eine enge Chose. Oh, jetzt 8 zu 6. Der Waffenträger konnte den Tiger 2 rausnehmen. Jetzt fährt er hier hoch, kann den beiden ins Heck schießen. Auto, ohne Auto-Aim, zack, der erste. Dann nimmt er den Conqueror raus und jetzt der IS-3. Und auch den IS-3 beide rausgenommen. Sehr schön.
wieder im Reload. Aber besser kann er das Magazin jetzt gerade nicht nutzen können. So, er postet Angriff. Das sieht man. Er sagt, AT ist keine im Spiel. Alle Panzer bis auf den T29 sind schon gespottet worden. T29 ist noch der einzige, der noch ungespottet war. Er traut sich hier gerade nicht hoch, weil auch der AMX selber ist jetzt, er ist zwar schon besser gepanzert, aber auch noch nicht so richtig stark. So 10 zu 9. Der Super Pershing hat den Waffenträger rausgenommen. Team schreibt Cap Flag soon. Keine Ziele, auf die er gerade drauf kommt. Jetzt wird er sich vielleicht die erhöhte Position nehmen oder nein, er fährt doch in die Mitte weiter. Spannende Frage, wo der T29 ist, ja. Wie gesagt, ungespottet immer noch. Schöne Abfahrtsgeschwindigkeit hier. 11, 12 zu 11, wollte gerade sagen, ausgeglichen, aber nein, 12 zu 11. Da ist der Rheinmetall hinten. Der Rheinmetall konnte auch den T29 rausnehmen. Jetzt liegt es am IS-3, den Rheinmetall zu bekämpfen. Der Rheinmetall ist aber noch voll. Unschöne Sache. Jetzt war der T29. Oh, der Rheinmetall nimmt jetzt auch noch den raus, damit steht es 12 zu 13. Jetzt nur noch der Jagdtiger, aber der ist Gott sei Dank auch voll. Das ist sehr gut und wichtig. Und er selber gegen die 2.8er und den T29. Jetzt hat er einen Schuss bekommen von der Seite vom vom Type 59 in dem Fall. Basis wird eingenommen, da muss er jetzt hin. Das heißt, der T29 steht wohl im Cap. Der Type schaut, was hier noch so kommt. Ganz unangenehme Situation. Natürlich weiß der Gegner auch in der Regel jetzt, woher man eher mit den Gegnern rechnen darf. Zumindest der Jagdtiger ist ganz klar. Der AMX 50-120 eher weniger. So, jetzt der Type nimmt den Jagdtiger aufs Korn. Mit Auto-M will er jetzt wegmachen. Oh, sehr gut. Beide treffen. Sowohl Jagdtiger als auch er im AMX. Und jetzt Typ 59 steht da offen. Trifft auch nur die Kette. Erster Hit. Damit Sieg gekappt. Vorne auf die Frontplatte. Zweiter Hit. Und nochmal. Und da nimmt er den raus mit einem hohen 474er Durchschlag. Nicht schlecht. 5 Kills. Fehlt nur noch einer zum Sieg. Und auch einer zum Krieger. Sehr nice. Ein Hit kann er wohl auch vom Rheinmetall sogar noch vertragen. 6.500 Schaden, aller Ehren wert. Jetzt schreibt er auch, let me kill him, please. Will der den Krieger natürlich haben, ist sehr nachvollziehbar. Oh, der Rheinmetall da drüben ist auch offen. So, jetzt hat der Jagdtiger den ersten Hit gemacht. Da bleibt dem Jagdtiger, dem Rheinmetall, nicht mehr viel. Aber er bewegt sich jetzt hier schnurschnacks auf ihn drauf. Er will den Kill unbedingt haben. Das spürt man förmlich. Rheinmetall bleibt da jetzt zu. Jagdtiger sieht so aus, als ob er ihn auch den Kill überlässt. So, und hier müsste er eigentlich gleich irgendwo auftauchen. Da ist er. Da, daneben. Oh, da wollte er ihn rammen. Da geht's nicht. Nein, zweiter daneben. Beide müssen jetzt sitzen. Der sitzt. Und auch der nächste muss setzen. Rheinmetall trifft nochmal und der macht ihn weg. Und der ist der Krieger. Und 7.100 Schaden. Nice gemacht. Top Gun geholt. Was will man mehr? Schönes Ding, vielen Dank für das Replay und ich hoffe, euch hat es gefallen. Deswegen lasst mir doch ein Like und einen Kommentar sowie ein Abo und alles Mögliche da. Ich würde mich sehr freuen. Wünsche euch alles Gute, euer Alcaramba.